So, im nächsten Video spiele ich euch die Groove-Filling-Übung Nummer 2a auf dem akustischen Drumset. Auf der ersten Seite dieser Übung habt ihr immer ein dreieinhalbtaktiges Schema, das dann mit einem halbtaktigen Fill-In endet. Auf der zweiten Seite habt ihr ein neues dreieinhalbtaktiges Schema und das endet auch mit halbtaktigen Breaks. Und am Ende der letzten vier Zeilen haben wir dann noch ein kleines Solo. So. Da die Nummer 2a schon ein bisschen fortgeschrittener ist, spielen wir die auch ein bisschen schneller, nämlich auf 70 Viertel. Viel Spaß! 3 und 4. Schneller, damit man auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wie so eine Übung oder wie so ein Lied auch ein bisschen schneller klingt. Also schauen wir uns mal an. 70 Viertel war das alte Tempo. Ja, dann versuchen wir das doch mal auf 100 geradeaus. Und los geht's. 1, 2, 3.